Dein Mikro am. Hallo? Direkt am Start. Ja. Ja. Ist an, ne? Dann. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reagenz, Analytik im Wissenschaftsfernsehen. Nicht vergessen, Analytik ist die quantitative und qualitative Untersuchung von Stoffen. Man könnte also auch sagen, es geht um die Fragen des Was und wie viel in der Chemie. Unsere heutige Folge beschäftigt sich mit den gängigsten volumetrischen Messgeräten in der Analytik. Dabei stellen sich natürlich drei wesentliche Fragen. Erstens, welche Geräte gibt es? Zweitens, wofür werden diese genutzt? Und drittens, was ist bei deren Nutzung eigentlich zu beachten? Dazu schalten wir ins Labor zu Gabi und zu. Wir stellen zwar heute die volumetrischen Gefäße vor, aber hier ist so viel drin. Sag mal, was gehört denn jetzt eigentlich alles mit dazu? Keine Sorgen, Gabi. Ich habe schon etwas vorbereitet. Komm schnell rüber. Okay. Tada! Ah, sehr schön, ich sehe schon. Also, wir haben hier Messbecher, Erlenmeyer-Kolben, Maßkolben und Messzylinder. Richtig, und nach dem Einguss werden die justiert und mit anderen Worten, damit kann man bestimmt ein Volumen abmessen. Aber die unterscheiden sich doch in der Genauigkeit. Ich meine, mit so einem Messbecher, da kann man doch plus ungefähr das Volumen abstimmen. Ja, genau. Für solche Zwecke benutzt man im Regelfall solche Maßkolben. Mhm. Die haben hier oben eine Ringmarkierung. Somit kann man ein bestimmter bzw. Ein festgelegter Volumen abmessen. Und wenn ich mich recht entsinne, dann werden doch Maßkolben dafür verwendet, um Reagenzlösungen herzustellen bzw. Lösungen zu verdünnen. Richtig. Und die Genauigkeit, die kann man hier unten ablesen. Aber ganz ehrlich, wenn ich anstatt der 100 Milliliter nur mal 157 Milliliter abmessen möchte, was nehme ich denn dafür? Dafür gibt es halt solche Laborgeräte, das nennen sie halt Messzylinder. Und die Messzylinder besitzen halt sehr viele Skalierungen, wie man halt die Zwischenvolumen halt immer ablesen kann. Okay, alles klar. Na dann zurück ins Studio. Fassen wir nun also zusammen, was uns Gabi und Tu soeben demonstriert haben. Es gibt drei verschiedene volumetrische Geräte, mit denen Flüssigkeiten abgefüllt werden können. Das Becherglas, der Maßkolben und der Messzylinder. Alle drei besitzen dabei unterschiedliche Genauigkeitsklassen. Der Messbecher ist beispielsweise sehr ungenau und dient dem ungefähren Abschätzen von Volumina. Der Maßkolben und der Messzylinder lassen sich in Genauigkeitsklassen A und B einteilen, wobei die Fehlergrenzen der Klassen A am niedrigsten sind. Das bedeutet, wenn der Maßkolben geleert wird, so bleibt immer ein geringes Restvolumen im Gefäß zurück. Erkennen lässt sich die Genauigkeitsklasse an der Beschriftung am Kolben oder Zylinder. Dieser Kolben beispielsweise fasst 100 Milliliter Volumen, gehört zur Genauigkeitsklasse A und besitzt bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius einen Fehler von plus minus 0,1 Milliliter. Und wo es Eingussgeräte gibt, da gibt es auch welche zum Ausgießen. Genau, das hier sind die Ausgussgeräte. Dazu gehören Pipetten, Büretten und Spritzen. Ja, und wenn man sich noch aus dem Chemieunterricht aus der Schule noch sich erinnert, haben wir hier eine Büretta und verschiedene Pipetten. Insbesondere werden die Pipetten dafür genutzt, um bestimmte Volumen zu dosieren. Genau, und da unterscheidet man im Besonderen halt die Vollpipette und die Messpipette. Und man sieht es ja schon, sie unterscheiden sich im Aussehen ganz wesentlich voneinander. Ja, bei den Vollpipetten, da hat man hier in der Mitte etwas ein breiterer Durchmesser. Und hier oben haben wir eine Ringmarkierung, was auch für ein Maximumvolumen, was diese Pipetten aufnehmen können.
Genau. Und man erkennt hier die Messpipette. Sie besteht aus einem länglichen gläsernen Rohr mit einer Skalierung da drauf. Und da kann man eigentlich ziemlich gut erkennen, wie viel Volumen man aufgenommen und wegdosieren kann. Und mit Hilfe solcher Pipettenhilfe kann die Flüssigkeit sowohl angesaugt als auch abgelassen werden. Und es gibt natürlich verschiedene Sorten von Voll- und Messpipetten. Darunter zählt zum Beispiel auch die Kolbenhutpipette. Aber da gehen wir ein anderes Mal drauf ein. Und genauso wie bei den Maßkolben gibt es bei Pipetten auch sehr viele Unterscheidungen zwischen Genauigkeitsklassen. Sie unterscheiden sich in A, AS und C. Und wenn wir uns nochmal diesen Teil anschauen, die Bretter, hier in der Öffnung kann man die Maßlösung einfüllen, entweder automatisch oder manuell. Genau, und die meisten Büretten besitzen so einen gläsernen Schliffhahn. Damit reguliert man das Volumen der Bürette. Und an der Skalierung kann man dann sehen, wie viel Volumen abgelassen wurde. Und wie schon Tu gesagt hat, genau wie bei den Pipetten, gibt es da auch Genauigkeitsklassen A, AS und B. Ja, eine weitere Art, um Flüssigkeit aufzunehmen, das ist solche Spritzen. Und sie besitzen viele Skalierungen, damit es auch Zwischenvolumen abgelesen werden kann. Und je nach Verwendung gibt es jetzt kleine oder große Pipetten. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir sowas angucke, dann denke ich doch eher an einen Arztbesuch anstatt einen Versuch im Labor. Ja, das stimmt schon. Die Spritzen, die kleinen Spritzen, werden sehr oft in der Medizin verwendet, um zum Beispiel Injektionen für Impfstoffe oder Medikamente zu verwenden. Und wenn ich mich recht erinnere, dann werden solche Spritzen in Analytik meist dafür eingesetzt, um bestimmte Flüssigkeiten oder Gase oder Aerosole in technische Einlasssysteme, wie zum Beispiel bei der Chromatographie, einzusetzen. Ja, das stimmt schon. Beim großen Spritzen, da werden ja die Gase von einem zum anderen Gefäß transportiert. Und die besitzen ebenfalls solche Skalierungen, damit man die Zwischenvolumen dosieren kann. Ich denke mal, das war's jetzt eigentlich schon im Großen und Ganzen. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die Welt der volumetrischen Messgeräte geben und schalten nun zurück ins Studio. Vielen Dank euch beiden für diese kurze Demonstration. Fassen wir nochmal die wichtigsten Geräte zusammen. Neben den Eingussgeräten gibt es auch Ausgussgeräte. Es gibt hier die Pipetten, die Büretten und die Spritzen. Sie werden für die fachgerechte Dosierung von Flüssigkeiten genutzt. Zu berücksichtigen sind außerdem die Genauigkeitsklassen A, AS sowie B. Sie orientieren sich sowohl an dem Restvolumen, welches im Gefäß zurückbleibt, als auch an der benötigten Ausflusszeit. An der Beschriftung der Pipette lässt sich im Vergleich zu den Maßkolben deutlich mehr erkennen. Die wesentlichen Punkte lassen allerdings sich leicht ablesen. Das definierte Volumen mit Toleranzgrenze, die Bezugstemperatur sowie die Ablaufzeit. Alles in allem fasst man zwei wesentliche Gruppen von volumetrischen Geräten zusammen. Jene zum Einfüllen und jene zum Dosieren. Alle unterliegen dabei stets Genauigkeitsklassen, die in der Literatur nachgeschlagen werden können. Damit verabschieden wir uns von euch mit der heutigen Folge. Wir hoffen, dass ihr bald wieder einschaltet, wenn es heißt Analytik im Wissenschaftsfernsehen. Tschüss und bis bald!